Herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich zockt das Murmeltier. Heute wieder mal mit einem bunten Titel. Paper Mario, Color Splash. Es geht weiter mit dem Paperonienfahrt. Ich liebe diese Hintergründe, sie sind so wunderbar. Ich versuche diesmal nicht zu lang zu machen. Ah, das ist die Speicherbox. Ah, da war der Anfang noch, aber nichts Spannendes. Jetzt geht es erstmal darum weiterzugehen. Dieses ewige Ladekabel am Viewgamepad, es geht auf den Sack, Leute. Aber es ist immer leer, das ist auch einfach nur kommen die Leute, die Video nicht ausspielen konnten. Das Gamepad hat einen Akku von. Geil, Gammelsprung. Hallo? Mein Klima hingelegt, so mit Fahrpanne. Ah, ein Kollege. Also, in dem Fall benutzen wir diesen Schrotthammer. Natürlich schwitze ich immer, ne? Um schön das Gamepad zu verschieben, man kennt's ja. Und ich hab's, das finde ich auch unglaublich. Warte kurz. Konzentration. Exzellent, Leute. Ja, Gewalt. Ich kann auch nicht mehr. Ach, na, warum musste der wieder mit einem HP überleben? Ich finde es unglaublich. Naja, mehr Scheiße haben wir, glaube ich, nicht hier, ne? Hier mal. Sortieren. Ja, nimm mal den hier. Ja, ist es halt wirklich so. Also, jetzt können wir wieder. Also, nice, sehr viel Farbstoff und so. Naja gut, der Akku ist immer leer, das nervt die Leute halt an sich. Naja, ein Akku ist der Sprung. Nächste. Also, was möchtest du? Von dir steht ein Feuerlöscher. Eigentlich müssen wir drei Kameraden auch schon längst hier eingezogen sein. Ach so, nein. Da oben ist der Farbstern und da oben ist ein Dings. Also das sind solche Dinge, ja, ist Aufgabe. Da war ich nicht zu, komm bitte. Das ist unsere Aufgabe, diese Dinger hier, diese Dinger, diese Dinger. Seht ihr das? Ah, wir schlürfen Farbe und tanzen im Kreis. Jetzt haben sie uns wieder mal. Also diesmal haben wir sogar Farbeimer. Ich habe dieses Gefühl, dass sie nicht anspringbar sind. Ich glaube, wir nehmen nochmal so einen Schrotthammer, oder? Okay. Ich nehme diesmal einen richtigen Hammer, okay Leute? Aber der wird eins zum Einfärben. Wollen wir Essen Müll verbrauchen? Ja. Also, rein in die Olga. Mann, das ist unfair. Ja, moin, mach einfach 3 Damage, halt's Maul. Genau dafür habe ich noch den Schrotthammer da. Aber den haben wir jetzt mit richtig exzellent in die Olga. Aber das gibt Kopfschmerzen. Ich habe die Facecam diesmal etwas kleiner gemacht, weil ich glaube, die waren nicht mal zu groß, aber naja gut. Jetzt geht es erstmal weiter, die anderen wieder tot suchen. Und ich liebe diesen Bildschirm. Speichern wir sie jetzt aber nochmal. Nicht, dass es so endet wie beim letzten Mal. Einfach mal nochmal ganz das Spiel schon neu. Den glaube ich irgendwie nicht so. Ich weiß ganz genau, dass das hier so ist, Alter. Wo ist für den Farbdiener? Kommt doch da safe raus, Alter! Kannst du mir nicht erzählen? Klopfe nochmal an, vielleicht macht jemand auf beim Baum. Und die nächste rote rosa Blume. Nein, ich hab da. Ich bin am Farbchen, aber der ist.
weiß. Mal sehen, was sie sagt, wenn ich weggehe. Ne, jetzt müssen wir da erst noch gehen. Warte mal. Was doch? Ja, nee. Funktioniert nicht so. Moment mal, was ist aller Welt? 8-4 geht hier vor. Sieh nur die Farbe. Sie wurden ausgesaugt. Einfach ein Farbschirm aussagen. Wer macht denn sowas? Ach, Dieter. Ach, dann krass. Saufen. Morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Der Hahn muss laufen. Morgens, mittags, abends. Er muss laufen. Ja. Aber ein paar Promille drin. Busch umfallen lassen. Das ist auch was geworden. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja, zweimal an der Blume vorbeigeschlagen. Blaue Blume, rosa Blume und. Nice. Ja, warte kurz, wir erstmal mit dir sprechen. Ja. Und er sagt. Er war nicht so gut drauf. Er war ein bisschen angepisst darauf. Meinte, wir würden ihm den Platz klauen. Aber solche Menschen sind wir doch nicht. Wir klauen ihm nur seine Ehre. Also. Eins. Hat niemand gesehen. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem triggern kann. Überwetteten Kaffee bitte in meine Münze. Das ist Kaffee mit völlig überwetteten Kaffee. Ist das Subway? Nur noch einmal. Ja, mal sehen, kann man hier noch irgendwie rein? Oder irgendwie rum? Müssen wir doch noch irgendwas machen können, Alter. Nein, nein, nicht, dann haben wir uns in anderen Spaß, die da. Und der nächste kaputte Hammer. Die werden uns wohl nie ausgehen, Leute. Ich hab irgendwann nie offen, aber ne. Liegen überall herum. Super. Gegner? Wahrscheinlich. Aber so wie ich das Spiel kenne, kann man die dann wieder nur mit Hammer hauen. Wumska. Jetzt hat er sich auch noch so einen Spaß hier angeholt, Alter. Warte kurz, exzellent Hammer, wird das schon regeln. Und natürlich nur den kaputten, den wir gerade bekommen haben. Irgendwann haben wir die weg, Leute. Irgendwann. Wie war das nun, Spitze? Ja, sicher. Nein, haben wir ja. Warum haben wir den von Anfang an gemacht? Warum, Paul? Warum? Mein Gott, nochmal, warum? Warum hast du es nicht getan? Ach komm, das ist unfair. Die schlagen sie nicht. Genau, hier raus. Tun sie nicht ganz anders. So, jetzt aber. Der letzte war ja mal wieder klar, ne? Aus der Übung. Eine Woche lang gespielt, aus der Übung. Warum können die keine Leben droppen? Ach, ein kaputter Sprung für die Müllsammlung. Da hinten ist ein Pickelhelm. Und hier haben wir eine merkwürdige Mauer. Oh, ein Herz. Kommen wir so nicht rüber, ne? Gehen wir halt außen rum. Aber nicht vergessen, einfärben. Wir spielen das Spiel dann wieder auf die 95%. Der Einzige, der das macht. So, auf den Pickel, wenn ich drauf springe, das tut weh. Ich hab doch extra gesagt, ich drauf springe. Knapp war's aber. So, wen holt er sich jetzt dazu? Jetzt verwenden wir einen normalen Hammer und das wird jetzt nicht verschissen, meine Fresse. Mindestens eine Spitze, sonst
jetzt reicht es nicht. Also. Kamehameha! Perfekt. Ach gut. Und hier drin befindet sich ein... Der nächste jetzt. Putz auf die Olga. Das macht mehr Spaß. Mehr Schaden. Sprung oder Hammer? Keine Ahnung. Hammer. Vielleicht ein Exzellent. Ich weiß nicht, versuche jetzt mal auf ein Exzellent zu gehen oder auf ein, das komplett verkackt. Warum kriege ich das nie hin? Ich glaube, ein Exzellent würde auch nicht weichen. Man weiß es nicht. Zählte sich in Sagen. Ein Exzellent würde reichen. Vielleicht verwende ich auch irgendwann mal einen Pilz. Ein Exzellent geschafft. Ein Pilz muss man auch mal verwenden, aber nicht so lange man nur noch eine Karte hat. Vor allem da hinten ist auch ein Herz und so. Oh, ein ganzer Blumenkreis. Oh, ein unsichtbarer. Ich wusste, es gibt unsichtbare Blöcke. Ja, mal sehen, was da drin ist. Ja, wow, kostet 5 Münzen lang. Ich wusste es. Ich wusste es, Alter. Ja, genau. Ja. Wo willst du hin? Nein. Ja. Aber wolltest du zurückbringen? Ja, gut, dann. Nimm ihn mal mit zum Farbstern. Und ihn runterschmeißen. Warum können wir ihn nicht verprügeln und den einmal selber tragen? Das ist sicher risikofreier als ihn mitzunehmen. Aber naja, springen wir mal schnell. Mach mal hier einen Cut. Na, jetzt mach also. Ja, genau. Und? Yay, Farbstern! Jetzt einfach hochgehen und holen. War ja wieder klar. Genau! Anna, hör mal! Was ist das denn hier? Ja, komm, mach seinen Drecksladen kaputt. Ja, 10 Damage ist klar. Mach seinen Drecksladen kaputt, bitte, der hat so verdient. Ja, warum immer mich treffen, ne? Wah! Ja, wieder ein 5er-Li, ist klar. Was ist das denn jetzt? Ja, wunderbar, Alter. Oh, ich dachte, die Folge endet hier. Ha! Das hast du davon, dass du mir keinen Kaffee geben wolltest. Arschloch! Nö. Also. Werde ich höchstpersönlich anal im Instrukt liegen. Und immer zurückbeben. Ich glaube nicht, dass Mario so fett ist. Was geht das jetzt nicht? Los! Bieg dich! Und auf die Toast drauf. Ja, auf diese. Ja, genau, auf die drauf. Und die drauf. Das hat er nicht verdient. Jetzt gibt's einen gratis Kaffee. Ist mir scheißegal, wie ramponiert die Bude ist. Ein Sternchen. Was macht der da? Aber sie würde so gerne Lektionen erteilen. Ja. Wollen wir jetzt platt machen? Oh. Digga, das ist ein Nintendo-Game. FBI, open up! Drop it.